Weintrauben? Ja. Nicht die Finger, die brauche ich noch. Wozu? Danke, dass du mir gestern Mut gemacht hast mit meinen Zeichnungen. Du musst eigentlich aufhören, an dir selbst zu zweifeln. Du hast wirklich Talent. Ich bin ganz schön nervös. Aber es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Deine Bilder sind spitze. Du bist spitze. Naja, stimmt. Man müsste vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten verbessern, aber so schlecht sind sie wirklich nicht. Ah, psch, psch, psch. Hör ich da gerade irgendwo Zustimmung? Au! Ich bin einfach nur aufgeregt wegen dem Gespräch mit dem, Verleger. Aber dann weißt du wenigstens, wo du stehst. Was hast du schon zu verlieren? Du hast recht. Wenn Herrn Dollner die Bilder gefallen, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann... Dann nicht. Dann bleibt alles so, wie es eh schon ist. Perfekt. Sie wollen Ihre Party wieder absagen? Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ja, ein bisschen schon. Was ist denn passiert? Na ja, ich habe in der Zeitung gelesen, was Ihnen passiert ist. Ja, wenn diese Sprinkleranlage noch mal anspringt, dann schauen wir gut aus. Ich habe da meine Gäste nicht zu einer Poolparty eingeladen, oder? Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Hochleitner. Das wird bestimmt nicht wieder passieren. Seien Sie sich da sicher? Nee, ein Blitz schlägt doch auch nicht zweimal an der gleichen Stelle ein. Komm, das ist für gleich, Herr Kuh. Wir haben den Fehler gefunden und ihn behoben. Tatsächlich? Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden Ihnen eine wunderschöne Geburtstagsparty ausrichten. Ganz ohne Zwischenfälle. Die Party Ihres Lebens. Na, wenn das so ist, ja, dann feiern wir bei Ihnen. Sehr schön, das werden Sie nicht bereuen. Verlassen Sie sich auf uns. Ja, dann. Wir freuen uns, das war eine gute Entscheidung. Bis gleich. Bis gleich. Ist schon klar, dass nicht mal der Vorratsraum trocken ist, ja? Was hätte ich denn sagen sollen? Wenn er den Auftrag zurücknimmt, das können wir uns nicht leisten. Und wie war das? Wir wissen, wo der Fehler ist? Ja, wir sind uns doch beide einig, dass dein Onkel hinter der Sache steckt, oder? Ja, aber wir können ihm nichts nachweisen. Das ist echt so ein Verrücktwerden. Wahrscheinlich hackt er gerade irgendeine neue Gemeinheit gegen uns aus. Keine Sorge, dann kriege ich ihn dran. Ja, sollen wir uns gegenseitig auflauern? Ich habe keine Lust auf einen Kleinkrieg. Müssten Sie ihm irgendwie nachweisen können. Aber wie? Keine Ahnung. Ich bin Koch. Herr Zastro, Sie wollten mich sprechen? Ja. Ich erwarte, dass Sie Ihre Attacken gegen das Bistro in Zukunft unterlassen. Ich habe nichts mit diesem Fehlalarm zu tun. Ja, ja, klar. Warum denken eigentlich alle, ich hätte an dieser Sprinkleranlage rumgespielt? Also offenbar genießen Sie hier nicht den besten Ruf. Ja, also Moment, machen wir uns doch nichts vor. Sie sind der Einzige, der von dieser ganzen Pleite profitiert. Ich habe den beiden geholfen und die Gäste hier... Ich möchte das jetzt nicht weiter diskutieren. Sie lassen die zwei in Zukunft einfach in Frieden, ja? Mir passt das genauso wenig wie Ihnen, dass Ihr Neffe jetzt in dieses Bistro eingestiegen ist. Aber es geht hauptsächlich um meine Tochter. Natürlich. Dann haben wir uns also verstanden. Schönen Tag noch. Das haben wir uns verdient hier, hä? Ein paar Tage, schöne Fürstensuite in dem Bunker hier. Aber hallo, mein Lieber, Prost. Ich würde nur ein bisschen mehr Getränke hier stehen, ne? Das ist ein bisschen wenig hier. Lass uns mal noch was ordern. Grüß Gott, Herr Zastro. Ach, mal. Guten Morgen. Saubere Gäste haben's doch. Der viel, oder? Sicher, bitte, worum geht's? Was verschafft mir die Ehre? Gibt's Probleme? Na, so genau kann man es nicht sagen. Also, was glaubst du, was ich heute gekriegt hab? Jetzt habe ich in meinem Tresor noch so einen zweiten geschlossenen Umschlag liegen. Von ihrer Frau werten Gemahlin. Wie bitte? Von Barbara? Ja, und genauso wie den Brief von Erna soll ich den der Staatsanwaltschaft übergeben, falls hier irgendwas passiert. Was soll denn der Quatsch? Ja. Thank you.
Kann ich dir helfen? Nicht nötig. Ich schaff das schon alleine. Ach ja? Gilt das auch für eure Probleme im Bistro? Ich hoffe. Wann holt ihr denn eure Party nach? Gar nicht. Wir eröffnen einfach so. Heute ist die erste große Buchung. Ehrlich? Das freut mich. Ja. Hoffentlich geht diesmal alles gut. Hat denn die Feuerwehr schon rausgefunden, was die Sprinkleranlage ausgelöst hat? Naja, ein Feuer jedenfalls nicht. Na, hoffentlich bekommt ihr keine Schutzgeldforderung. Was? Ja, kennst du das nicht? Erst zerstören sie einen Laden oder ein Restaurant und dann kommen sie vorbei und fordern Geld, damit das nicht nochmal vorkommt. Na, immerhin sind wir hier am Fürstenhof und nicht in Sizilien oder sonst wo. Oder habt ihr etwa schon einen Anruf bekommen? Nein. Na also, komm, ich trage dir das hoch. Doktor. Herr Konopka. Guten Morgen. Was treibt Sie denn so früh schon vor die Tür? Ein Spaziergang. Naja, ich sitze hier nur so herum und genieße die frische Luft. Was, Sie sind den ganzen Weg alleine gegangen? Ja, diese Bank hier, den Weg habe ich mir sehr gut eingeprägt. Den schaffe ich ohne jede Hilfe. Das ist ja toll. Das ist ja super. Danke nochmal wegen gestern Abend. Ja, immer wieder gern. Also, wenn Sie was brauchen, Sie brauchen bloß anzurufen. Sehr nett, aber ich muss lernen, alleine klarzukommen. Natürlich. Trotzdem, wenn irgendwas sein sollte oder Sie wieder Lust auf ein Gläschen Wein haben. Wer ist denn da? Rosalie, bist du das? Ja, Michael. Hallo. Also, ich lasse Sie dann mal lieber allein. Nein, bitte. Ich brauche doch Ihre Hilfe. Ich möchte gerne zurück ins Hotel. Es wird mir langsam kalt. Natürlich. Herein. Eva. Wie war dein Termin bei Herrn Deunert? Total toll. Ja, erzähl. Wir waren im alten Wirt, haben ein bisschen geplaudert, dann habe ich ihm meine Zeichnung gezeigt und er war total begeistert. Also überhaupt kein Grund, sich Sorgen zu machen? Ich bin selber überrascht, wie glatt es lief. Und das ist erst der Anfang. Du wirst ein gefeierter Kinderbuchstar. Du musst Interviews geben, im Radio, im Fernsehen. Die Geschichte von Emil wird verfilmt werden, in einer Serie, Markus, in einem Markus, Film. Markus, roter Markus, Teppich. Du übertreibst. Nein. Noch ist das Buch doch gar nicht erschienen. Wart's ab. Darf ich kurz meine E-Mails checken? Herr Deunert hat gesagt, er würde mir gleich schreiben, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ja, klar. Ah, das war's. Ja. Und? Er bedankt sich für das nette Treffen. Er findet meine Zeichnungen und Ideen toll. Er findet, ich wäre sehr talentiert. Siehst du? Und er hat mit der Marketingabteilung gesprochen. Wegen einer Werbekampagne? Nein, sie haben ein paar Änderungsvorschläge. Muss der Esel unbedingt braunes Fell haben? Kinder lieben bunte Farben. Und überhaupt muss es gerade ein Esel sein? Ein Esel wird immer mit dumm in Verbindung gebracht. Wie wäre es mit einem Eichhörnchen? Meine kleine Tochter Lilly liebt diese schlauen Tierchen über alles. Dann könnten die Geschichten in einem Wald spielen. Die Bergwelt ist zwar schön, aber für unser Gefühl eignet sich ein Wald besser für Kindergeschichten. Die wollen alles ändern. Die wollen Emil nicht. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Du wirkst so angespannt. Du wolltest doch mit mir reden, deswegen sind wir hier, oder?
Pachmeier war heute früh bei mir. Was soll das? Warum hast du ihm einen Brief gegeben, den er im Fall deines Todes weiterleiten soll? Gleiches Recht für alle. Kannst du doch nicht vergleichen. Ach nein? Ich muss mich schließlich absichern. Bei mir geht's um ein bisschen mehr. Aber wenn ich zufällig einen Unfall haben sollte, bist du trotzdem angeschmiert. Was hast du in den Brief reingeschrieben? Vermutlich was ganz Ähnliches wie du. Lauter schöne Sachen, die dich gleich hinter Gitter bringen, falls mir was zustößt. Was genau? Muss ich dir wirklich auf die Sprünge helfen? Stichwort Alain Briand, die falsche Vaterschaft, sein Tod. Da hängst du doch ganz genauso mit drin. Mir doch egal, wenn ich tot bin. Du musst eben schön auf mich aufpassen. Deine kleinen Tricksereien bei meinem Prozess habe ich übrigens auch erwähnt. Kommst dir wohl sehr schlau vor. Wieso? Es war doch deine Idee, eine Sicherheit bei Pachmeier zu hinterlegen. So, Schluss jetzt. Ich will, dass du diesen Brief zurückholst und ihn vernichtest. Gern, mein Schatz. Aber nur, wenn du das auch tust. Glaubst du wirklich, er lässt sich darauf ein? Mit Sicherheit. Also ich halte meinen Onkel für einen kleinen neidischen Mistkerl, aber dass er auf sowas aus ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Lena. Wenn er das Geld nimmt, dann haben wir endlich einen Beweis gegen ihn und wissen, wo wir stehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Lass mich mal machen. Lena, warte. Herr Konopka? Sie an, Roberts persönliche Mitarbeiterin. Kann ich Sie kurz sprechen? Was gibt's denn? Ich weiß, dass Sie hinter der Sache mit der Sprinkelanlage... Wie oft soll ich Ihnen sagen, dass ich nichts damit zu tun habe? Wir beide wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht und ich möchte auch nicht mehr darüber diskutieren. Aber ich! Sie können nicht einfach hier reinschauen und mir Sabotage unterstellen. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, Herr Konopka. Was denn für ein Angebot? Ich habe keine Lust mehr auf weitere Überraschungen. Ich möchte einfach in Ruhe mein Bistro eröffnen und fertig. Ja, machen Sie doch, was Sie wollen. Ja. Hier sind 5.000 Euro. Aber dafür lassen Sie Robert und mich auch in Ruhe. Bieten mir Schutzgeld an? Das ist doch das, was Sie die ganze Zeit wollten, oder?